Und weiter geht's jetzt hier noch. Die letzten, kann ich hier noch was? Nee, ne? Müsste nur das hier sein. Ach, jetzt kommen hier ja Helden noch und nöcher. Das ist ja... Ich hoffe, da geht jetzt nicht wieder einer zu meinem Dungeon-Herz. Das wäre nicht gut. Nein, das wäre gar nicht gut. Da ist er. Unhold wagt es, mit seiner widerwärtigen Präsenz meinen Keller zu beschmutzen. Das war ein sehr großer und sehr dummer Fehler. Ja, glaube ich auch. Ich hätte vorher speichern sollen. Nein. Och, nö. Deine Zeit ist gekommen. Bereite dich auf dein Ende vor. An meiner Seite kämpft der sagenumwobene, untote Schlechter, Butch. Ich musste ihn erst in einem Kampf besiegen und seine Leichenteile wieder zusammenflicken. Doch dann hat er sich mir angeschlossen. Meister, habt ihr das gehört? Dieser Butch, er wäre auch für uns ein hervorragender Verbündeter. Vielleicht schließt er sich euch an. Zuvor müsst ihr ihn allerdings wohl im Kampf besiegen. Ich glaube an euch, Meister. Gebt ihm Saures! Yay! Ach nee. So, erstmal hier, Sauer. Oh, das macht ja fast nichts. Schriftrolle. Eisschild. Greif Butch an. Töte Butch! Ja, genau. Schön Butch töten. Ach, Butch hält ja gar nicht so viel aus. Zack, weg ist er. Ausgezeichnet, Meister. Ihr habt es diesem Maglus ordentlich gezeigt. Freudbach wird bald den Namen Kummerbach tragen. Zudem habt ihr den untoten Schlechter besiegt und könnt ihn zukünftig beschwören. Dieses mächtige Wesen bewacht euer Dungeonherz für euch, sodass es nicht mehr eures Schutzes bedarf. Probiert es doch aus und beschwört ihn, Meister! Ja, wir haben jetzt unseren Wächter freigeschaltet. Da muss ich jetzt natürlich erstmal da rausgehen. So. Und zwar am Dungeonherz können wir jetzt Wächter beschwören. Seht nur, Meister! Butch steht nun zu eurer Verfügung und erwartet Helden, die dumm genug sind, euer Dungeonherz anzugreifen. Er wird euch in Zukunft sicher exzellente Dienste leisten. Yay! Ah, die entsetzten Schreie der Bewohner sind Musik in meinen Ohren. Seit ihr Magnus Blütenstaub in eben diesen gelegt habt, steht den Horden des Bösen nichts mehr im Weg. Jo, da haben wir die Mission auch geschafft. Und zwar mit sehr vielen Herausforderungen. Und ich habe sogar geschafft, die Mission unter einer Stunde zu spielen. Das ist für mich schon eine große Leistung, weil ich bin eher so der... Bauen wir mal hier ein bisschen, bauen wir mal da ein bisschen. Machen wir mal ganz gemütlich. Deshalb war ich mir nicht sicher, ob ich die überhaupt schaffe, die Was macht die denn bei meinem Dungeon-Herz? Die Herausforderung. Aber das hat ja alles funktioniert. Aber ich fürchte, das wird jetzt eine sehr, sehr kurze Folge. Das ist aber nicht gut. Naja. Kein Mal gestorben, kein Held entkommen lassen. Das finde ich immer ganz toll. Gehen wir mal zum... Nee, weiter. Schafsbergen. Schafsbergen ist die Heimat von faulen Schafen, tierischer und menschlicher Art. Meister, ich schlage vor, dass ihr die Gelegenheit nutzt und euren Namen im zweifelhaften Verstand dieser unterbelichteten Wesen mit Angst und Schrecken in Verbindung bringt. Zeigt diesen gutmütigen Narren, was ein wahrer Lord des Schreckens ist und mehrt euer Ansehen und Prestige. Dieser Machtanstieg wird euch zudem näher an eure wohlverdiente Rache bringen. Ja, da jetzt noch so viel Zeit vom Video übrig ist und das ansonsten doch eine sehr kurze Angelegenheit werden würde, machen wir doch einfach gleich mal mit Schafsbergen weiter. Jetzt muss ich nur mal kurz gucken, was das hier so für Herausforderungen sind. Alle Heldeneingänge, alle versteckten Bibliotheken, alle Schätze. Oh, das wird schwierig. Prestige,
Und ja, gut, das ist. Das kriege ich hin. Muss man ja zum Glück nicht auf Zeit spielen. Kann ich schön lange rumrennen und alles suchen. Aha, ihr seid endlich hier, o Held der Unterwelt und Meister des Schreckens. Ich habe bereits Dutzende Späher ausgeschickt und sie Land und Leute auskundschaften lassen. Viele dieser kriecherischen Würmer haben es nicht zurückgeschafft, aber was soll's? Dort liegt ein Heldeneingang, Meister. Wir sollten uns zunächst auf Rohstoffe konzentrieren. Dazu bräuchten wir ein paar dieser widerwärtigen, guten und glubschäugigen Helden, damit wir sie auspressen können. Ich bin sicher, dass ihr ganz genau wisst, mit diesem Pack umzugehen. O Lord des Schreckens. Ja, gut, dann machen wir erstmal hier Punkte verteilen. 4 Punkte übrig. Verteidigung. Verteidigung ist unfair. Was haben wir denn hier? Vereisen. Mit diesem Zauber könnt ihr wunderbar hitzige Gemüter abkühlen. Euer Ziel wird durch von euch abgefeuertes Eis getroffen und nimmt dadurch nicht nur Schaden, sondern wird durch die Kälte auch noch verlangsamt. Außerdem eignet sich der Spruch hervorragend dafür, Getränke zu kühlen. Ja, das hat ja auch mal was. So verbesserte Monster und Fallen hört sich irgendwie spannend an. Manch ein geiziger Dungeon Lord hat schon über die hohen Kosten von Monstern und Fallen und deren geringe Qualität geklagt. Diese Fertigkeit schafft gegen all diese Wehwehchen Abhilfe. Kosten der Monster und Fallen minus 5%, Lebenspunkte der Monster plus 2%. Oh, das ist gut. Das ist gut. Was haben wir hier? Verbesserte. Ja, ich muss erstmal mich heilen können. So. Ja, dann erstmal kurz orientieren. 300 Prestige sammeln. Ja gut, das kann man mal. Ah, da hinten sind Schätze. Schätze. Und noch gleich am Gefängnis dran. Das ist ja voll super. Dann kann ich das nämlich einfach ausbauen. So. Goblin. Da ist er. Okay, du bist der offene Helleneingang. Gucken. Da ist so ein Monsterunterschlupf. Dann nehmen wir mal. Ach ja. Wieder ist ein Prestige-Gimmick. Ich habe doch auch keins gebaut. Tut mir leid. Du musst leider dran glauben. Ich muss mich mal hier so ein bisschen die Ecke wegmachen. Ich vielleicht nicht. Es wird nicht reichen, daran zu kommen, wenn ich da ein Pentagramm hinsetze. Ja, mal schauen. Noch ein Goblin? Einen können wir ja noch. So. Ihr sollt da hinten graben. Jungs. Markieren wir die mal rasch wieder weg. So. Und die da hinten hingehen. Aber das ist jetzt irgendwie wichtiger. Als da vorne. So. Ich stelle mich wieder schön hier hin. Und momentan geht leider nur die Vampirfledermaus. Die ist zwar etwas schwach, aber besser als nichts. Gucken, wenn ich das hier so in die Ecke kuschel. Ja, wie weit gehst du? Mist. So. Machen wir da noch eine kleine Schatzinsel. Dann dürft ihr hier oben aber auch weiter graben, wenn ihr das wollt. So. Was ist das denn? Ach, ein Heldeneingang. Jo, dann können wir da ja auch mal hingraben, ne? Ich lasse euch mal da oben rauskommen. Ich habe nicht keine Lust, dass ihr gleich so dicht an meinem Dungeon-Herz seid. Ich lasse euch mal noch ein bisschen. So, dann müsst ihr ein bisschen mehr laufen. Dann habt ihr mehr zu tun unterwegs. Schatzhäufchen. Kann ich erst eins bauen? Na gut. Werdet ihr doch bestimmt auch toll finden, ihr tollen Helden, oder? Bestimmt. Was haben wir hier noch?
Ich glaube, da ist wieder der Zombie-König. Noch, oh, da ist ja noch ein offener Höhleneingang. Genau. Höhlen. Das, ist der auch offen? Nee, der ist zu. Jo. Das heißt, da oben muss ich auch mit meinen Monsterchen hin. Aber wo sind denn hier noch Unterschlupfe? Ist nur der eine jetzt hier, ne? Der da. Aber an den kann ich hier ran, wenn ich da diesen kleinen Tunnel gegraben habe. Das geht ja schon. Machen wir erstmal hier weg, damit ihr nicht zu viel damit beschäftigt seid und euch auch noch um andere Sachen kümmert. Kam es jetzt hier raus? Nee, der kam da oben raus, ne? Ach, und ihr habt da oben doch gar nichts, was ihr machen könnt. So. Fledermäuschen. Ihr habt da oben echt nichts, was ihr machen könnt. Arme, arme Helden. Machen aber echt nur so einen kleinen Radius, die Fledermäuse. Muss ich mal gucken, wenn ich jetzt hier eins hingesetzt habe, könnte ich das da eigentlich wieder abreißen. Muss ich mal schauen. So. Krebs da fleißig rum. Ihr grabt da rum. Okay, Schätze brauche ich vermutlich noch mehr Prestige, ne? Ja. Ach, genau. Ich habe jetzt bestimmt auch... Okay. Informationen zu diesem Eingang bleiben für euch verborgen, da seine Funktionsweise von den böswilligen Göttern selbst nach deren Launen variiert wird. Nicht nett. Was sagt er? Ah, okay. Da kommen auch Zauberer raus. Da muss ich mich gleich mal noch drum kümmern. Mal schauen. Ja, erstmal hat sich diesen Unterschlupf da. Ich gehe lieber sicherheitshalber noch eins hoch. So. So, da kannst du aufhören. Grab mal da oben weiter. Grab da oben weiter. Goblin. Ja, hör auf, da dran rumzukloppen. Geh da oben hin. Schatzhaufen ist schon leer. Das wird was. Das wird was. Aber es geht ja zum Glück nicht nach Zeit. Hoffe ich zumindest. Ich habe nichts gesehen. Vor allem Prestige kann ich auch erstmal nicht machen. Dafür brauche ich ja erstmal ein paar Helden und muss die glücklich machen. Dafür muss ich aber erstmal... So. Dahin. Sehr schön. Bist jetzt neu, ne? Richtig? Ja, ich habe die Wehrratte. Die Wehrratte ist ein feiges und heimtückisches Wesen, das sich mit Vorliebe in Überzahl auf einen Gegner wirft. Ihre unheilige Herkunft macht sie robuster und widerstandsfähiger, als man vermuten könnte. Was schon so manchem Helden eine böse Überraschung bereitete. Wehrratten sind kampfstark und können einem unvorbereiteten Helden das Leben schwer machen. Zudem erweitert ein Pentagramm dieser Monsterart euren Einflussbereich besonders weit. Oh, das ist toll, das ist toll, das finde ich voll super. Machen wir mal hier hin. Wehrratte. Zack. Ihr werdet angegriffen! Ja, ab ins Gefängnis mit dir. Auf jeden Fall, das habt ihr zwischendrin auch bestimmt gesehen, da hat's Plung gemacht und dann stand da, dass die Helden stärker geworden sind. Muss man auch immer drauf aufpassen.